Können wir reden? Wenn du Charlie mit irgendwelchen Unverschämtheiten kommst. Alleine? Lukas und ich haben keine Geheimnisse voreinander. Komm, lass uns gehen. Es ist vorbei. Ich kann nicht mehr. Du willst doch Stimmung in deinem Leben. Dann müssen wir was dafür tun. Wieso? Komm schon. Ja? Okay. Lukas ist ein geldgeiler Egoist. Er sagt, er liebt dich, schmeichelt dir, macht dir schöne Augen. Entschuldigung, ich sage einfach nur, so wie es ist, dass du eine wunderschöne Frau bist. Genau das meine ich. Charlie, bitte, wach auf, wunderschöne Frau. Du bist ein ganzes Stück älter als er. Glaubst du ernsthaft, so ein junger Typ verliebt sich ausgerechnet in dich? Deine Frechheit. Deiner Meinung nach bin ich also zu alt für Lukas, ja? Nein, aber... Ja, ich höre. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Charlie, begreif doch endlich, dass Lukas dich nicht liebt. Er macht dir nur was vor. Das reicht, das Oliver. Es ist besser, wenn du jetzt gehst. Du wieder nicht... Hey! Ja. Okay, dann lass dich weiter von ihm verarschen. Wahrscheinlich hast du es nicht anders verdient. Inside out and round and round, upside down. Boy, turn me inside out and round and round. Dankeschön, danke, danke für den Applaus. Aber ihr glaubt ja wohl nicht, dass wir jetzt den ganzen Abend hier alleine weitermachen, weil jetzt seid nämlich ihr dran. Also? Ja, okay, ich glaube, ich gehe jetzt mal auf die Bühne. Oh, nee, willst du uns das wirklich antun? Du kannst ja rausgehen, wenn es so peinlich ist. Ich dachte mir an meine Ohren. Ich find's total cool. Jetzt sag nicht, du willst auch darauf. Nein, ich bin Franzis mentale Stütze, genau. Hey, du warst richtig gut. Du aber auch. Oh, danke. Hätte ich mir gar nicht zugetraut. Nee? Nee. Und ohne Cecile hätte ich das auch nie gemacht. Aber es hat dir doch viel Spaß gemacht, oder? Daniel, sag doch was. Hallo, Anno. Endlich, Kind, wo steckst du? Ach, Anno. Ja, hast du Daniel gefunden? Ja, wir sind in der WG. Sie hat ihn gefunden. Oh. Und? Hat er die Pistole? Ist was passiert? Er hatte die Pistole. Oh mein Gott. Ich bin aber noch rechtzeitig gekommen. Rechtzeitig? Gabriella! Anno, es war so furchtbar. Könnte bitte herkommen? Ja, ja. Kind, bleib ganz ruhig. Wir fahren sofort los. Charlie, entspann dich doch mal. Vergiss deinen Neffen einfach mal für einen Moment. Ich kenne den Jungen überhaupt nicht wieder. Greife überhaupt nicht, was in ihn gefahren ist, mit solchen Geschichten anzukommen. Guck mal, er hat eine Trennung hinter sich, er fühlt sich einsam, er ist eifersüchtig auf dich. Da kann es schon mal zu Überreaktionen kommen. Es gibt ihm noch lange nicht das Recht, sich so aufzuführen. Ich meine, gut, was er dir vorhin an den Kopf geworfen hat, das ging entschieden zu weit. Ja, und wie er mit dir umgeht, beschimpft dich, demoliert dein Auto. Weißt du, ich glaube, er versucht alles, um uns auseinanderzubringen. Ich bin so glücklich, dass wir uns gefunden haben.
Wir dürfen uns das nicht einfach zerstören lassen. Das werden wir auch nicht. Habe ich dir schon mal gesagt, dass du wunderschön bist? Ach, schon 100 Mal. Aber ich höre es immer wieder gern. Was mache ich denn bloß mit Oliver? Guck mal, also wenn es wirklich so schwer ist für ihn, unsere Liebe zu akzeptieren. Ja. Vielleicht ist es besser für ihn, wenn er uns nicht mehr sehen muss. Zumindest eine Zeit lang. Das Magazin ist ja leer. Gabriella, was hat Daniel getan? Er war völlig außer sich und hat einfach wild rumgeschossen. Es ist nichts passiert. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Das ist doch kein Spielzeug. Wenn du jemanden getroffen hättest. Umzubringen. Du hattest Glück, dass Gabriella dich gerade noch daran gehindert hat. Ist dir denn nicht klar, welche Konsequenzen das für dich hätte haben können? Um ein Haar hättest du dein Leben zerstört! Und seins. Das hat mir kein bisschen leid getan. Komm doch zur Vernunft, Junge. Im Gegensatz zu anderen hier habe ich wenigstens was gegen den Kerl unternommen. Abgesehen davon, du warst doch auch schon kurz davor. Job viel Spaß. Das klingt verdächtig nach Aber. Weißt du, mein Traum war es nicht, jeden Tag hinter der Theke zu stehen. Sondern? Oh, es gibt so einiges noch, was ich gern tun würde. Du wirst sehen. Oliver steht bestimmt bald mit einem Blumenstrauß vor deiner Tür und wird sich entschuldigen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm diesmal so ohne weiteres verzeihen kann. Doch, Charlie, das wirst du. Guck mal, als ich meinen grässlichen Streit mit Felix hatte, da habe ich auch gedacht, ich hätte ihn für immer verloren. Ja, aber da ging es doch um etwas völlig anderes. Ja, das schon, aber du,
Du bist doch sehr wichtig für Oliver. Und Oliver ist dir sehr wichtig. Er mag dich. Und er hat sich genau in den Mann verliebt, mit dem ich zusammen bin. Ja, aber das wird sich doch legen. Er wird bestimmt seinen Fehler einsehen. Und in ein paar Wochen, da ist alles vergessen. Dann könnte er sich langsam mal melden und sich entschuldigen. Ja, nach so einem Auftritt, da ist es wahrscheinlich nicht leicht für ihn, über seinen Schatten zu springen. Oh, das mit dem Auftritt, das war eine gute Idee von dir, echt. Und jetzt ein leckeres Frühstück und der Tag läuft von ganz allein. Oh Mann, früher auf Friedenau habe ich das auch oft gemacht. Aber hier kannst du dir auch jederzeit ein Pferd nehmen. Henning hat dir das doch schon ganz oft angeboten. Du bist hier immer herzlich willkommen. Vielen Dank. Und ich werde dich beim Wort nehmen. Okay. Hast du dir eigentlich noch mal Gedanken gemacht über deine Zukunftspläne, meine ich? Also eine Musikkarriere werde ich nach wie vor nicht anstreben. Das ist schade. Nein, mal ganz im Ernst. Danke. Um mir da wirklich Gedanken zu machen, bräuchte ich schon ein bisschen mehr Zeit für mich, als ich im Moment habe. Die Kneipe nimmt dich ganz schön in Anspruch, oder? Da bleibt keine Zeit für irgendwas. Und was ist mit deiner Teilhaberin? Kann die nicht die eine oder andere Aufgabe mehr übernehmen? Jule. Weißt du, das ist nicht so einfach. Jule und ich hatten Streit. Wir haben uns leider auch nie richtig ausgesprochen. Sie hat sich halt seit der Zeit aus der Kneipe rausgezogen. Aber das lässt sich doch sicher wieder ändern. Ja, nun, mir fällt es nicht leicht, auf Jule zuzugehen. Dir ist es gestern auch nicht leicht gefallen, auf die Bühne zu gehen. Ich denke, du kriegst so einiges hin, wenn du es nur wirklich willst. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Möchtest du Tee? Nee, danke, Sleep. Hat Daniel dich schon angerufen? So fertig, wie er gestern war. Ob ich nach ihm schauen soll? Arno, vielleicht schläft er ja noch. Der Junge könnte von Glück sagen, dass ihn die Polizei gestern nicht erwischt hat. Wolltest du nicht vorhin schon zu einem Termin auf die Baustelle? Ach, ist es schon wieder soweit. Ich bin über Handy zu erreichen. Okay. Lisa, bitte, ich halte es nicht mehr aus. Ich habe das Gefühl, dass ich da jeden mit reinziehe. Und Daniel ist meinetwegen völlig fertig. Hallo, Jule. Isabel? Marc ist gar nicht da. Ich wollte nicht zu Marc, ich wollte zu dir. Ja, komm rein. Möchtest du vielleicht einen Tee trinken? Mach dir keine Umstände, ich wollte nur was Geschäftliches mit dir besprechen. Und deswegen kommst du extra her? Jule, in der Kneipe begegne ich dir kaum noch. Worum geht's denn? Genau darum. Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, ich leite das No Limits alleine. Weißt du, es war einfach sehr kompliziert und ich weiß, dass du Zeit für dich gebraucht hast. Aber auf Dauer kann das so nicht weitergehen. Nein, natürlich nicht. Jule, ich will auch mal wieder ein bisschen Zeit für mich haben. Unsere Abmachung war, dass wir gleichberechtigt sind. Das heißt auch gleiche Pflichten. Du hast ja recht. Am besten, wir setzen uns baldmöglichst im No Limits zusammen und stellen einen neuen Dienstplan auf. Ja, und du machst jetzt erstmal ein paar Tage frei und ich kümmere mich um alles. Okay? Okay. Arno, ich war gerade auf dem Weg zu euch. Komm bitte rein. Ich wollte mich entschuldigen bei dir. Lass das. Kümmere dich lieber um Gabriella. Ihr geht es sehr schlecht. Arno, ich hab das nicht gewollt. Ich weiß. Ich hab gedacht, wenn ich ihn... Was meinst du, wie oft ich daran gedacht habe? Wir sind alle mit unseren Kräften am Ende. Inzwischen ist mir klar geworden, dass wir so wie bisher nicht weiterkommen. Gabriella und ich, wir haben schon verdammt viel gemeinsam durchgestanden, vor allen Dingen in den letzten Wochen. Also ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Und ich weiß, was ich jetzt tun muss.
Ich werde dafür sorgen, dass es Gabriela bald wieder besser geht. Schön, dass du vorbeischaust. Ja, nachdem du dich nicht gemeldet hast. Ich habe mich gestern total daneben genommen. Das tut mir leid. Ist das alles? Oliver, ich verstehe ja, dass du wütend bist und enttäuscht. Aber so gegen Lukas zu schießen. Du musst endlich akzeptieren, dass er nichts von dir will. Das habe ich schon längst. Ehrlich gesagt bin ich froh darüber. Wo ist denn dein Problem? Mein Problem ist, dass du nicht einsehen willst, dass er dir genauso was vorspielt, wie er es bei mir getan hat, Charlie. Oliver, du willst doch nicht genau da weitermachen, wo du gestern aufgehört hast. Nein. Ich war doch auch so verknallt in Lukas, dass ich nicht gesehen habe, was für ein Arsch er ist. Einen Moment lang habe ich gedacht, du wärst vernünftig geworden. Doch alles nicht wahr sein. Du lässt mir keine andere Wahl. Oliver, solange du die Beziehung zu Lukas nicht akzeptierst, will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Was? Weder privat noch im Bistro. Was? Um die Uhrzeit? Hast recht. Mach mir gleich zwei. Danke. Bitte. Siehst du, das war doch viel leichter, als du dachtest. Naja, es hat mich schon ganz schön viel Überwindung gekostet. Ich stand vor Jules Tür und wollte schon wieder umdrehen. Aber du hast erreicht, was du wolltest. Das ist doch gut. Naja, du hättest mir doch bestimmt sonst keine Ruhe gelassen, oder? Manchmal müssen wir eben alle zu unserem Glück gezwungen werden. Und dafür möchte ich dir auch danken. Das habe ich gern getan. Außerdem habe ich ja auch was davon. Wenn du in Zukunft weniger im No Limits arbeiten musst, können wir beide öfter was zusammen unternehmen. Ja, klar, gerne. Ja? Hallo. Hi. Die ganze Sache ist ziemlich verfahren. Also ich denke, wir müssen einiges verändern. Und deswegen habe ich mir überlegt, ja, was hältst du davon, wenn wir einfach mal wegfahren? Irgendwo in die Sonne, ans Mittelmeer zum Beispiel. Was? Ich bin sicher, es würde uns beiden gut tun. Daniel. Bestimmt kommen uns da neue Ideen, wie wir mit der ganzen Sache umgehen können. Uns ist doch bisher für alles eine Lösung eingefallen. Gabriela, du musst lernen, mit dem Vorgefallenen zu leben. Also wir beide müssen das lernen. Und ich bin sicher, die Reise wäre ein erster Schritt. Unglaublich. Lukas Roloff läuft zur Höchstform auf. Ja, du, das war aber erst das Aufwärmtraining, mein Lieber. Darauf gibst du einen aus. Ich dir? Ja. Du wüsst aber nicht, womit du das verdient hättest. Ja, hör mal, wenn ich dich da auf was hinweisen darf. Ja. Der dezente Hinweis, dass du in den Kleinen verknallt bist, stammt ja wohl von mir. Hm? Ja, eben. Und für diese idiotische Idee müsste ich dich eigentlich sofort aus meiner Wohnung schmeißen. Das würde dir gar nicht möglich sein, denn ohne eine weitere brillante Idee säßest du jetzt nämlich auf den Malediven in einem unerträglich langen Liebesurlaub und würdest Sandbogen mit deinem Blondchen bauen. Ja? Okay. 1:0 für dich. Angelo? 2 Mineralwasser, bitte. Ach nee. Sehr gern. Klasse. Fühlt sich schon auf wie der zweite Chef. Großzügig wie ihr und ihr, ja? Shampoos gibt's erst, wenn ich Kanzleiteilhaber bin. Du hast doch jetzt freie Bahn, um deiner Angebeteten dafür die Kohle aus dem Kreuz zu leiern. Guck mal, schon geht die Sonne auf. Charlie! Cherie. Was ist? Oliver. Was ist? Warst du bei ihm? Hat er wieder mit seinen Lügengeschichten angefangen? Ach, es hat keinen Zweck. Was? Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn nicht mehr sehen will.
Ach, Charlie, das tut mir leid. Ich weiß doch, wie viel Oliver dir bedeutet und wie schwer es dir fällt. Aber guck mal, der Junge kriegt sich bestimmt bald wieder ein. Und ich meine, du hast ja auch noch mich. Hm? Tja, zum Glück. Ja. Na, es wird. Tolle Begrüßung. Und jemand Mittagessen und Frühstück in flüssiger Form zu sich genommen, oder? Machst du uns zwei Kaffee, bitte? Ja, sofort. Olli, vergiss den Typen endlich. Je eher, desto besser. Such dir lieber mal wieder eine Frau oder so. Danke, mir ist schon schlecht. Meine Supertante glaubt mir kein Wort und hat mich rausgeschmissen. Oh shit. Warum? Das Leben ist geil. Ist doch alles affengeil. Ich glaube, hier ist erste Hilfe angesagt. So, mir geht's gut. Ich habe mich von Tom getrennt, Lukas hat mich verarscht, Charlie hat mir die Freundschaft gekündigt und ich bin arbeitslos. Hey, komm, das wird schon wieder, ganz bestimmt. Ein richtiges Glückskind. Bist du sicher? Ich glaube, es wäre keine gute Idee. Ja, wie du meinst. Ich denke zwar, es wäre eine Chance für uns beide, aber... Daniel, ich habe dir in der letzten Zeit sehr viel zugemutet. Mach dir darüber bitte keine Gedanken. Ich lasse dich jetzt bestimmt nicht im Stich. Du verstehst mich nicht. Du wärst fast meinetwegen zum Mörder geworden. Das kann ich nicht einfach vergessen. Ich glaube, es gibt eine Menge Sachen, die wir beide erstmal verarbeiten müssen. Ja, natürlich, aber wir stehen das gemeinsam durch. Ich denke, es wäre das Beste, wenn das jeder für sich erstmal klärt. Was meinst du damit? Du warst in den letzten Monaten immer für mich da und du hast mir sehr geholfen, aber... Ich denke, es wäre das Beste, wenn wir uns nicht mehr sehen.